Sie sind hier, 22. August 2018, 15.18 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Sportvorstand Christian Heidel warnt vor Investoren aus dem Ausland. Urheberrecht Getty Images Köln, der Sportvorstand von Schalke 04 spricht sich klar gegen die Abschaffung von 50-1 aus. Er glaubt, die Probleme des deutschen Fußballs würden dadurch nicht gelöst. Sportvorstand Christian Heidel von Schalke 04 hat sich erneut gegen eine Abschaffung der 50-1-Regel und eine Öffnung der Bundesliga für Investoren ausgesprochen. Dann kommt eben ein Amerikaner oder Chinese mit dem großen Geldkoffer zu einem Club aus den Niederungen der zweiten Liga, spielt in 2 oder 3 Jahren um die deutsche Meisterschaft mit, sagte Heidel im Interview mit dem Deutschlandfunk. Der hat dann ein Fahraufkommen von 3.754 und auswärts fährt ein VW-Bus mit, führte er weiter aus. Die Probleme des deutschen Fußballs würden damit nicht gelöst. Präsident Martin Kind vom Ligarivalen Hannover 96 will vor dem Landgericht Frankfurt gegen die 50-1-Regel klagen. Die deutsche Fußballliga, DFL, hatte seinen Antrag, die Mehrheit der Anteile bei den Niedersachsen zu übernehmen, abgelehnt. Von Sportinformationsdienst.